Ist das geil oder ist das geil? Ganz schön hoch. Aber toll. Einfach nur geil. Alter, wir sitzen hier in so einem abgefuckten Haus und zelten. Auf dem Weg zu einer alten Funkstation der NATO begaben wir uns in ein 1500 Meter hohes Gebirge. Im festen Glauben, das Ziel mit dem Auto zu erreichen, wurden wir leider eines Schlechteren belehrt. Scheiße. So kurz vom Ziel geht es hier erstmal für uns nicht weiter. Die Straße ist einfach zu kaputt, dass wir mit dem Bus darüber kommen. Das ist zu gefährlich, weil der wahrscheinlich dann hier wegkippen könnte. Hier sieht es nicht besser aus. Also scheint so zu sein, dass hier irgendwie Wasser runtergekommen ist und die halbe Straße weggespült hat. Ein Teil der Gruppe entschied sich am bzw. im Auto zu nächtigen, während Vivi, Benny und ich im Dunkeln zu Fuß den Aufstieg wagten. So, der Rest bleibt jetzt hier unten. Und Benny, Vivi und ich haben uns umentschieden. Wir laufen jetzt da hoch, samt Zelten, ein bisschen Essen, Schlafsäcken, Strom und werden da oben pennen. Ich wette, wir sind gerade mal 2 Meter vom Auto weg. Ja, 2 Meter vom Auto weg. Noch 7.923 vor uns. Wir haben uns das vorgenommen und ziehen wir das auch durch. Punkt. So. Jetzt siehst du, wie hoch und wie weit es noch ist. Hälfte haben wir ungefähr. Alles cool. So, ganz kleines Päuschen. Bei mir geht's. Ich habe Zelt auf dem Rücken, Rucksack vorne dran, Schlafsack an der Seite eingehackt. Die beiden müssen aber ihren Kram teilweise einfach mit der Hand tragen. Das geht dann einfach wirklich mal auf die Sehnen. Sauerstoffflasche, Hammer. Jetzt geht's nochmal 3000 Meter höher. Ich glaube, mit dem Lift nämlich dünner. Schlafsack auf dem Rücken. Schlafsack auf dem Rücken, flup. Ja, Zelt. Dietrich, ich dachte, die ganze hier einfach mit einer Hand. Ja. Mit zwei Händen. Jetzt wird es auch schon ein bisschen frischer hier oben. Hier liegt Schnee, Leute. Guckt mal. Das heißt, wir sind ganz weit oben. Da ist ein Tor. Das ist mein Loch im Zaun. Scheiße. Doch, links. Da. So, irgendwo hier drinnen können wir nachher pennen, hoffe ich mal. Jetzt passt mal auf, weswegen wir hier sind. Voila. Kranke Scheiße. Fuck. Es hat sich doch mehr als gelohnt, hoch zu kraxeln. Die mystische Location zog uns in der Dunkelheit sofort in ihren Bann. Wir begaben uns auf die Suche nach einem nächtlichen Schlafplatz und wurden in einem alten Küchentrakt fündig. Wir sind jetzt in einem der Gebäude und suchen hier nach einem Schlafplatz. Das sieht an sich ganz okay aus. Wir haben ja Zelte mit. Hier geht's. Hier können wir die Zelte hinschmeißen. Unser Nachtlager stand nach wenigen Minuten und trotz der eisigen Temperaturen machten wir es uns unter den gegebenen Umständen gemütlich. Alter, wir sitzen hier in so einem abgefuckten Haus und zelten. So, Nachtlager steht. Nur noch eine komfortable Sitzecke. Eine geplatzte Luftmatratze. Wir müssen heute fast auf kalten Boden schlafen. Wir haben Gott sei Dank noch 2 Isomatten mit. Ich werde jetzt raus in die Gegend gehen und ein paar schöne Nachtfotos machen. Ganz alleine. Hier gibt's Gespenster. Und Wölfe. Morgen früh gucken wir uns die ganze Anlage dann mal ein wenig genauer an. Gute Nacht.
Gegen 5 Uhr in der Früh kam auch der Rest der Gruppe nach. Und während wir noch in unseren Zelten schliefen, weckte uns Toni ziemlich rabiat. Was ist hier los? Dieses militärische Sperrgebiet. Weisen Sie sich sofort aus und verlassen Sie dieses Gelände. Hallo. Aufstehen, sofort. Italiener sprechen Italienisch, du Lappen. Kommen Sie raus, wir wollen Sie sofort erschießen. Sind wir verhaftet? Ja. Oh nein. Hier, Handschellen. Kommen Sie raus. Alter, das wird ja schon hell. Na doch, jetzt haben wir den Sonnenöffchen verpasst. Schäse. Nicht Schäse. Aufstehen und loslegen. Ist das eine Aussicht am Morgen? Wir haben es jetzt 6 Uhr. Und dann widmen wir uns mal dem. Ich krieg sie wieder gar nicht komplett drauf. Ja, hier standen wir gestern schon im Dunkeln davor. Jetzt brauche ich aber keine Taschenlampe mehr. Was machen Sie denn hier? Fotografieren. Ach so, ja, doch. Die View ist hier so geil mit den Schneebergen. Bis er jetzt auch nicht. Und der Sonnenaufgang dazu. Da drüben das. Und hier drüben das. Oh, mega. Man kann es ja nicht oft genug filmen, es ist so fähig. Da oben sind die anderen zwei. Ist das geil oder ist das geil? Da unten ist der Milch. Hey, sieh hier. Darf ich Sie fragen, was Sie hier machen? Ich mache Selfies. Selfies machen Sie hier. So etwas Selbstverliebtes. Ist das so richtig hier? Habe ich das richtig gemacht? Sehr gut. Man muss dazu sagen, Milch ist noch Selfie-Anfänger. Muss ich jetzt auch so eine Bilder machen? Natürlich. Ich habe heute Morgen festgestellt, dass Moni nicht für die Bundeswehr geeignet ist. Nicht für die Bundeswehr geeignet? Warum? Als ich mein Zelt zusammengebaut hatte, konnte ich mit ganzen Ruhe noch eine Käseschnitte schmieren. Da hinten, also hinter dieser Schüssel, geht die Sonne auf und hier strahlt es schon total schön rot-orange gegen den Berg. Der Erklärbär Milch hat gerade schon wieder was rausgekriegt und nein, zwar... Ich hab nee, ich habe gesehen, dass die Schüsseln sind von Krupp hergestellt. Da steht drauf Krupp Rheinhausen, West Germany. Aha. Also die sind auf jeden Fall aus der Zeit vor der Wende. In der West Germany draufsteht. Hartkruppstahl, würde ich sagen. Ist eh noch, wann das Ding gebaut wurde? Ich glaube in den 60ern, ich bin mir aber nicht sicher. Diese ACI-Funkstation war Teil des multinationalen mobilen Eingreifverbandes der NATO für den Kommandobereich in Europa.
ACE High System steht für Allied Command Europe Tropospheric Forward Scatter Communication System. Dieses global operierende Langstreckenkommunikationssystem diente zur verschlüsselten Übertragung von militärischen Daten innerhalb der operativen Zentren, welche verstreut in den verschiedenen europäischen NATO-Ländern installiert waren. Dabei wurden die durch Parabolantennen gleichgerichteten UAF-Aussendungen mit hoher Leistung an der Troposphäre reflektiert und zur Erde zurückgestreut. Der Vorteil der ACE-Stationen bestand darin, dass derartige Verbindungen auch nach dem Einsatz von Kern- oder EMP-Waffen funktionierten. Hier vor der Schüssel, direkt in der Empfangseinheit. Ganz schön hoch, aber das ist es allemal wert, sich das mal zu geben. Die andere Schüssel ist besser lesbar. Was steht denn da? Ach, hier. Krupp, Rheinhausen, Germany West. Was steht da? I4. Nee, I4NO. Hier seht ihr das Ding nochmal von hinten. Mit dem großen Stützarm. Gesundheit! Danke. Wir haben doch heute Nacht tatsächlich in einer ollen Radarstation gepennt. Oben auf dem Berg, 1500 Meter Höhe. Im Rücken hatte ich mein Zelt, ich sehe aus wie so eine Schildkröte. Mega war's! Mit krassen Eindrücken und einer grenzwertigen Erfahrung machten wir uns auf zur nächsten Location. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr von unseren kommenden Abenteuern zu verpassen.